Herzlich willkommen bei Risk Game 2, der Spin-Relegation. Wir haben übrigens 2 Best of 3s und wir müssen 1 davon gewinnen, um in der Liga zu bleiben. Wir liegen 0 zu 1 hinten. Ach, das ist Best of 3. Let's go. Ja. Das ist Best of 5, lol. Nee. Dann hätte ich anders gespielt. Dann hätte ich ja. Okay, ist das jetzt schon entscheidend, oder was? Wenn wir gewinnen, dann bleiben wir in der ersten Liga. Ja, okay, aber wenn ihr verliert, habt ihr nochmal eine Chance. Ja. Dann haben wir morgen nochmal ein Best of 3. Noch ein Best of 3. Ach, gut. Herr Schwitzen. Er hat am Reinschütz an meinen Twitch-Rivals. Da ist Ruhe auf dem Leid. Guck mal, das letzte Mal, als er den gesehen haben, hat er die Liga dominiert. Jetzt kommt er wieder und steigt ab mit Spin. Na gut, das ist natürlich wirklich ein trauriges Ende einer E-Sports-Karriere. Du siehst einfach so Win-Win-Win. Das steht dann auch für immer bei Gamepedia drin, ne? Spin-Relegation. 0-2. Gegen TRS. No offense. So. Xin raus. Ja, wir spielen mit Pöcki, weil Tim nicht zum ersten Spiel zeitig da war. Für alle die Fragen. Dritter Band würde ich sagen, Aphelios. Aphelios. Das sieht aus, als dürften wir einen 6 kriegen. Das wäre ja schon. Hauptsache die Band Wukong, Alter. Wenn die jetzt 6 bannen, gehen wir dann Trash First Pick, oder? Ja, ich denke schon, wenn sie jetzt 6 bannen, dann ja. Sollten wir jetzt für Trash gehen, ne? Dann werden die wahrscheinlich für Senna gehen. Senna Time kennst du oder so. Doch. Yumi ist auch noch offen, ne? Welcher Pick? Yumi. Was spielt der Yumi? Nee, hab ich bei denen nicht gesehen. Ja, Flash, oder? Ja, dann gib mir dir mal meinen Flash. Ja, also ich finde, die spielen alle Normal Games. Die gehen locker Senatam Kench jetzt. Ja, 100 pro. Ah, dann flexen wir ja den Flash Toplane, alles easy. Kein Problem. Kevin Peitsch sah aus. In den Spiel, ich würde dann tatsächlich Botlane gehen hier, ne? Wenn's okay, wenn's fein ist für euch. Da musst du nicht callen, also ich bin fein damit, aber... Oder hast du einen Champion? Wenn du einen Champion für Senna hast, ist fein. Ich will normal spielen. Ich hätte jetzt nichts, was es Hardcore und was hättest du ein Angebot, Pöcki? Was erwartet uns denn hier? Bellcost oder Xerath? Weil es geht. Wir könnten Xerath flexen, wenn du willst. Das Ding ist, also ich würde wahrscheinlich für einen Jarvan gehen. Das heißt, ein Bellcost wäre schon ziemlich sexy. Weißt du, ob du so ein Bellcost-Fan bist? Aber ja, geht auch. Ich finde Bellcost aber straight up besser. Aber wenn du Xerath cooler findest. Also das Ding ist, wir haben ja wirklich noch die Option, das dann zu flexen. Du kannst ja Jarvan auch spielen, ne? Kann ich, ja, Jarvan ist halt stumpf und easy, ne? Ja, eben. Wollen wir einfach mal Jarvan spielen und Xerath? Und dann können wir immer noch hin und her flexen, wie wir wollen. Ja, das war genau meine Idee quasi. Wollen wir dann jetzt Jarvan, Xerath? Also Xerath kann ich auch spielen, theoretisch, ne? Ja, eben, hast du ja auch schon geübt. Ja, dann sollten wir Xerath auch über Velkos raten, oder? Ich kann auch Xerath spielen. Ich kann ja auch Support spielen. Xerath kann ich spielen, Velkos kann ich nicht spielen. Ja, dann sollen wir wahrscheinlich für Xerath gehen, ne? Ja, gegen Xerath. Findest du Xerath denn besser gegen Tamkage Senna als Velkos? Velkos hat dieses unheimlichen, ja, nach einfach. Muss er nicht erklären, oder? Nee, ich meine, ich glaube, das ist allein, dass wir das Triple flexen können. Velkos dominiert die Lane und Xerath farmt Even und ist hinten raus mehr wert. Ja, ich meine, wir stellen dich ja Botlane, damit du Even farmst. Ja, aber ich kann damit. Wenn ich Level 11 bin auf Xerath, dann wird Game nicht mehr verlieren. Sag ich jetzt einfach. Okay. Das Gefühl hatte ich eben auch. Was ist ja? das denn hier? Der spielt übrigens wirklich Aurelion Sol, aber das glaube ich in dem. Das zackt natürlich jetzt schon Balls Deep. Wir haben super low DPS bisher, ne? Spielt der Midlaner Cassia oder sowas? Der Midlaner spielt Veigar, Syndra, Six normalerweise. Ich würde okay. Ich würde Johnny jetzt Jungle stellen und Solar Mitte auf dem ADC vielleicht. Wie sieht es damit aus? Lucian. Oh, zum Beispiel. Ich meine, was ist in Mitte sonst? Eigentlich nur Lucian, ne? Der spielt keine Kasse, oder? Naja, gut. Nee, ich würde jetzt tatsächlich... Corki könnte es auch noch. Aber Corki wird zu viel Magic Damage, ne? No. Weiß ich nicht, Xerath und hier, sondern... Was spielt der Midlaner noch? Der spielt normalerweise... Competitive würde der jetzt Veigar spielen. Ich würde den Veigar auch bannen. Das ist ein richtig ekelhaftes Matchup so. Das muss man hart abusen. Da sehe ich jetzt so nicht. Lieber Veigar noch. Und dann hat der Competitor noch nichts gezeigt. In der Solo Queue würde der wahrscheinlich Victor oder Rihanna spielen. Was blindpickt denn der Toplaner so? Z wird der wahrscheinlich gehen. Der hat Z geblindpickt. Der hat früher halt auch Ornn geblindpickt. Aber der hat auch Last Pick. Also der wird sich den Last Pick auch gönnen. Damit Ornn haben die zu wenig Damage, glaube ich, in die Ornn gehen. Was pickt der Midlaner spielt sonst noch Sachen? Der wird Victor oder Ori gehen, aber Ori sollte für Lucian ja ziemlich free sein. Der will 100 pro auf Set gehen mit dem Manns eigentlich. Oder Klett. Ist das für dich ein Problem, ne? Ja, Set hat er halt auch schon mehrfach. Lass mal Set bannen, weil das ist den sein Most Played Champ mit höchster Winrate. Weißt du was? Machen wir einfach mal. Mach mal Set bannen, warum denn nicht? Machen wir einfach mal.
schicken die ein bisschen auf eine Anti-Comfort-Zone da. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, das Jarvan-Tronne-Matchup ist nicht so gut, ne? Ich muss sagen, ich habe das halt jetzt nicht oft gespielt, ne? Nee, das ist, ich glaube, Tunnel ist gegen jeden Early gut, ne? Ja, da kann mich auch interrupten wahrscheinlich, ne? Jo. Boah, da habe ich ja richtig Bock. Okay, was machen wir mit dem Victor jetzt? Auch schon nicht so schlimm. Ist okay. Nö, ist okay. Also soll ich dann jetzt trotzdem Lucian Mitte spielen oder was? Ich glaube, Lucian gegen Victor ist okay. Das ist wirklich fein. Können halt auch Xerbat Mitte spielen immer noch. Das geht halt auch, aber dann haben wir keine Winning-Bot. Das ist nicht so fein. Ich würd Lucian Mitte gehen, um ehrlich zu sein. Wir könnten noch Amapen Varus spielen hier, aber... Maybe, ja. Spiel mal den Lucian. Wollen wir Lucian oder Varus? Lucian, geh Lucian. Nimm Varus. Varus? Okay, dann Varus. Ja, ich finde auch Varus besser. Aber du spielst den Varus wieder, ne? Ja, ist fein. Okay, das wollte ich nur... Ich sehe, also ich habe nicht genug Lucian mit dem Spiel. Spielst du den in der Mitte oder was? Varus Mitte oder was? Ja. Ich kann auch Varus Bot spielen. Okay. Also mir ist egal. Nee, Varus Mitte ist besser. Varus Bot, den ist sogar auch. Okay, letzter Pick. Was wollen wir haben? Wollen wir Atrox haben? Wollen wir Jax haben? Jax würde ich fühlen, die haben noch gar keinen Geld, Jax, ne? Ja. Ich würde aber schon gebucht. Was Blind Pick, ne? Ja, sag mal, gehen wir mal Atrox lieber. Gehen wir mal lieber Atrox. Sehe ich mehr. Oh, sehe ich mich hier irgendwie. Okay. Brücki, auf welche. Du carryst auf Xerath härter als auf Varus, ne? Auf beidem. Ich kann beides überall. Also kann beides auf beiden Positionen spielen. Ja, aber womit carryst du härter? Brücki, wir wollen jetzt das komplette Komplettpaket. Jungs, das wird hier in der Aufnahme langsam cringe. Ich sag doch, ja, wir wollen das auch nicht. Ich brauche jetzt halt, also, ich spiel jetzt den Varus, ja? Ja. Ja, mach das. Ich gehe Xerath. Aber Bot ja noch Mitte. Also ich gehe Xerath Bot jetzt, okay? Ja. Ich spiele ihn. Du hast doch okay? Smite, ne? Ja. Oder willst du Exhaust, Brücki? Nee, nimm ruhig Ignite. Ich werde dich eh nicht so viel brauchen. Okay, soll ich dann viel Tempo gehen? Nee, ich würde Full Poke gehen, ne? Ja, du gehst einfach Poke. Auch voll Poke. Wir werden ein bisschen strugglen, was DPS angeht, gegen Trundle und Tam Kench, maybe. Aber wir haben Aatrox, der ist einfach super insane, weil wir vorher die Carries rausfiltern. Und die haben halt auch legit keinen Engage, also gar nicht. Camille also, würde ich. Ja gut, okay, aber. Aber eigentlich sollten wir gewinnen. Wir sollten auch super harte Objective Control haben. Wir sollten eigentlich in allen Bereichen gut sein. Außer was 1-3-1 angeht. 1-3-1 sagt halt. Und harte unser Boys. Jungler, ne? Der ist. Warte mal, der ist halt spiel ich mit TP? Was? Not sure. Nee. TP hier? Lieber Barrier oder so. Barrier? Ja, ich bleibe hier. Ist gerade Tori auch nicht schlecht, ja. Ja, also, Jungs, ihr müsst mich haben hier, ne? Ja, also ich sehe dich top. Mitlaufen. Top so im Early Game und dann bin ich halt fein und dann bin ich 3-0 gefordert. Ja, das Problem ist immer wenn ich Kevin ganke, werde ich nervös. Ich weiß auch nicht. Ja, das ist halt als Midlaner, ne? Das ist halt immer so diese Nerven. Du willst halt. Ich weiß nicht, woran der liegt. Das ist ja nicht so, als würde ich Kevin ganken. Hör auf euch einzuscheißen und wir klatschen gegen die Wand. Ja, wir klatschen jetzt Stompel weg. Kommt, gefällt mir. So was. Also. Tam kennt spielt auch mit Cleanse, ne? Also die denken, es ist ein wahres Bot. Ihr müsst euch auch überhaupt nicht zeigen. Ich werde jetzt, ich werd Mitte gehen. Ich werde von Mitte gehen und danach geh halt runter, so. Ja. Wir haben normales Covering, außer dass wir gleich die Carry-Position zocken. Early Game Kutscher ist einfach nur, du machst gar nichts. Außer Minions anhitten. Und wichtig, wenn die Senna oversteppt, hookst du anyway, okay? Also du kannst einfach nur hooken, im besten Fall ohne Seelen zu traden. Und. Ja, dass ich einfach ein bisschen, dass ich nicht so hart gepressert werde auf der Lane. Und dann sind wir fein. Alright, ich versuche mein Bestes. Dann hältst du mir so den Pimmel. Hältst du mir so den Pimmel, bis ich Level 7 bin, circa. Vielleicht Level 5. Mal gucken, wie die spielen. Und dann kannst du eigentlich permanent rumgehen. Das mag ich. Ich sacrifice aber hier oben Kevin, oder? Für den Pull. Pullen oder was? Ja. Ich würde gerne Botlane Free Pull haben. Was willst du haben? Ich würde Topline starten. Okay. Wir können den Victor auch auf Level 6 ziemlich durch Null, ne? Das spielt ohne Cleanse. Ja, ich werde in der Mitte dein Leben. Nice. Da bist du ja häufiger bei mir als sonst. Wow. Die Support AD Carry, die kenne ich. Mir okay, Jungs. Bei mir angekommen. Let's have some fun. Der hat auch keine Armor dabei, der Victor, ne? Der ist Toast gegen uns beide. Was? Ich glaube, damit habe ich diesen Spit auf jede Position bis auf Support gespielt. Noch haben wir ein Game. Botpull? Jo. Bitch, ja, ne? Ich möchte ja ein bisschen dir reinpushen. Dann bist du
Der Tunnel könnte für einen. Der wird mich nicht ganken. Also kann für einen Red-Tip schauen, theoretisch. Ja, ja, eben. Ich gehe jetzt Richtung Red. Kutscher, kannst du dich so ein bisschen schon mal bewegen? Ja. Just in case. Nee, ist fein, ist fein. Wir haben den Tunnel immer noch nicht hier gesehen. Also entweder hat den Ward hinterlaufen oder der killt komplett Botside. Ah, Trunder jetzt top. Der 12. CS, der hat komplett Botside geclearet. Jungs, ich muss kacken. Okay. Bot den, Bot den moved. Ja. Die haben nur gewardet. Ich hab Pressure Mitte. Der könnte von Topside kommen, ne? Nicht vergessen. Ja, ich spiel um Botside. Jo. Ich würde gerne die Botside-Krabbe ist free, aber Topside. Ah ne, du hast keine Prio, Kevin, ne? Ich kann aber boomen. Kein Problem. Ich kann den geschirren. Mhm. Ich werde jetzt slow pushen quasi. Ich nehme einfach die Botside-Krabbe. Ich würde halt ungern fighten. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie der Trunder mich interruptet, aber er interruptet mich wahrscheinlich immer. Soda, du musst noch mehr von hier spielen. Ja. Ich nehme jetzt die Botside-Krabbe. Trunder wird Topside sein. Könnt ihr dich oben. Wie slow ist denn dein Push da? Ah, der Trunder top. Der hat hier gewollt, glaube ich, gerade. Ja, okay, jetzt bin ich fucked. Jetzt bräuchte ich. Ja, ich hab's gesehen. Ich bin unterwegs schon. Hat die Camille was benutzt? Flash oder so? Nee, die hat normal. Ich komm über hier. Actually, kann ich über den River kommen, oder? Der ist gerade in der. Ich denke, er ist an der Krabbe halt, der Typ, denke ich. Ja, die sollte dann sein. Ja, die ist gerade dran. Ich komme. Trunde Mitte. Da. Achtung. Ja. Das sollte ja schon reichen, Kevin, ne? Ja, das passt schon. Soll ich hier wollen oder da? Actually, wollte ich Golems. Oder du kannst Golems für dich. Musst du. Ja, ich brauch die Info. Den. Der Victor wird auf die nächste Base, nächste Wave wahrscheinlich. Achtung, Trunnel Mitte. Ja. Du musst das flashen. Ja. Ah, sorry, hätte ich callen sollen. Was ist? Der Trunnel wird die beiden Caps doch ab, die wird er machen und dann wahrscheinlich Recoil für Thema dann an Topside. Kann sein, dass er nochmal Mitte kommt, ne? Ja. Muss auch passen. Kannst du Bot denn die Wave resetten, Polky? Ja, die werden pushen wahrscheinlich jetzt, ja. Aber wird nicht in Time sein, damit du ganken kannst. Nee, ich würde gerne Golems Raptors into Gank machen. Oh, das klappt, ja. Ich werde dir gleich die. Also, du willst gleich recoin, oder? So, oder? Ich, oder was? Ja. Ja, das also ich würde, ja. Der hat fressen Cooldown. Jo. Gank? Jo, ich komme. Wie lange weißt du das? 20, sehr lange. Okay, hier ist Trundle, ich bin da. Ah, ich glaube, Tobi, du gewinnen nicht. Gewinnen wir? Nee. Müssten wir aber. Also, wir müssen den Victor blöschen, aber der Flash. Die moved. Ah, okay. Kommt ihr raus? Ja, klar, hier ist kein Fight. Ich wollte nur den Peakboard eigentlich nicht aufgeben. Wer die da lang ruft, ich bin da, ist Kutscher, ne? Hier ist warded, ne? Ja, aber kannst du die nicht pressen? Ja, hier ist die halt einfach. Können wir letzten pressen? Dann ist immer noch Botzeit, ne? Ja, das ist actually rip von mir. TP. Was für wen? Von Camille. Das ist actually gut für uns. Links. Aber ist useless, oder, der TP? Ja, das ist mega. Nice. What the fuck, Alter? I like to see that. Ja, ich hätte nicht so hingehen sollen. Actually war es fein von dir. Ich muss einfach den Senna Flash mit Flash beantworten. Dann traden wir da 1-1 und der TP ist trotzdem... Willst du Drake gehen jetzt? Ja, ist fein. Jo, ich soll Topside gehen. Actually bad von mir hier. Du willst noch stehen lassen? Die läuft top. Nee, pushen. Die läuft? Jo. Ja, die läuft hier nach oben. Die läuft Switch Level 6. Eieiei. Victor, geht dir Space, hat CP. Ja. Läuft, Botlane läuft übrigens sehr gut. Mal so als Zwischeninfo. Nice. Ja, ich hab der Stella halt jetzt ein bisschen angefüttert, ne? Das war nicht so smart. K-
Kevin, wenn du gleich wieder da bist, würde ich einmal gucken, weil ich glaube, die Camille hat wahrscheinlich jetzt gerade keine Vision, ne? So, wenn die jetzt hier auch stirbt, Alter, puh. Dann wäre nämlich ein richtig schöner Tilt. Ich habe jetzt Mobi-Boots, ich könnte mal mit kurz einmal roamen. Victor hat sein TP gesaved, by the way. Die swappen wieder hundertprozentig wieder für wahrscheinlich für den Ding, oder? Soll ich schon mal hochmoven? Ist die Frage, was wir machen? Ja, mach mal. Ob wir das contesten wollen? Kevin, ich stell mich hier in den Busch, ne? Können das contesten, ja. Dann komme ich auch hoch für den Kamigang vielleicht. Ja, wie du willst, wird auch perfekt für dich freezen, dann. Kannst du allein wahrscheinlich auf der Wave schon einen richtig gut Vorteil Crawls machen. Frage, ob wir was machen können. Hast du hier gesweept? Nee. Mir war auch sehr sicher, dass die hier keine Vision hat, aber. Kann ich nicht abholen. Oh, nice. Oh, das gefällt. Nice. Ach, sorry. Oh, mein Ach, Gott! Sorry. Guck mal auf die Wave, Kevin. Und auf die Wave gucken. Ich bin hier. Ja. Wir können Harry machen. Wir haben nicht ich hab den Victor gut gechunkt, der ist HW-HP. Ja, ist fein, wir kriegen Harry for free. Ich move mal. Für was musst du da? Der hat hier gebaut gerade. Der ist ein Trundle. Okay, ich geh raus. Kannst du mir Backup geben hier wegen Harry? Ich hab geintet. Ich hab noch hier, wenn du zu mir kommst. Fuck, das war so bad, sorry. Kann ich den Harry trotzdem sneaken? Ja, ne? Ich glaube ja. Ich mach hier den Argus. Ich sag, ich bin halt turbo useless für dich, ne? Ist fein. Ich hätte einfach nicht hinmoven sollen. Ich hätte mit Johnny Harrod machen sollen. Was ist das? Bist, pass auf, die können weiterkommen. Ich will top den Harrod noch. Nevermind. Kannst du, der Turret geht trotzdem down. Meinst du? Die hat keine Ulti-Kamel. Jo, Turret wäre cool, dann können wir reswappen. Ja, Turret war noch Topside, ne? Der ist Topside. Ja, ich würde den trotzdem einfach setzen, oder? Das Gold nicht. Hä? Doch, das Gold kriegst du immer jetzt mittlerweile. Okay. Was? Wenn du den Harrod hast. Jo. Komm mal für den Midgang, ne? Ich hab Ult in 45. Geht da sogar was? Nee, ne? Nee. Ich hab noch nicht Control Damage. Wird die Wave natürlich. Ah, egal. Kann's gehen. Ich stay hier einfach, ne? Ulti kommt irgendwo hoch. Ach, Mann. Habt ihr mich umbürstet? Egal, was ist denn? Der kann, ne? Wir müssen das aktuell nicht riskieren. Wir können ruhig. Das läuft richtig gut für uns, so. Ja, ich dachte, es wäre free. Ich werde ein bisschen mehr chillen. Ich würde Botline kommen, Kevin. Ja, können wir schauen. Dann holt das raus, ne? Ich hab Lantern Brücki. Was haben wir, haben wir für Sums da unten? Alles, oder? Hat die Sinn denn noch Flash? Ist der Gang schon so lange her? Dann hat keine Ult mehr. Ward ist nee, hier. Nee, der hier. Hat noch keinen Flash, Also komm von hier. Victor TP't. Ich hab Ult als Follow-up, ne? Try ist nicht gewordet, sagst du? Doch. Okay. Ist auch hier ein Ward. Victor hat jetzt Move first. Trundle ist Botside gemoved. Ja, ich. Victor kann auch zuerst move. Ah, der wird da top. Ich muss nochmal resetten. Ich glaube, die sind bei meinem Red, stand. Oder? So, hier ist ein Ward. Kann sein, ja. Sie nicht. Also, Trundle könnte überall Botside sein gerade. Trundle hinter dir. Ich hab Flash. Ich move. Könnt ihr vor der Botline auch kommen? Ich move, ja. Ja. Die sind da schon. Ah, ja, Victor kriegt gut Damage. Ja, der hat kein Fressen. Unterwegs. Nice, ah, schön Alter. Gespielt, also, schön gespielt. Ich bin nicht da. Wann hast du Combo wieder? 2. Minion Block, really? Nice. Flash. Kam kennst du noch Flash? Victor noch Flash. Kommst du noch ran? 5 Sekunden auf E. 3. Habt ihr, oder? Ah, das hat uns. Ja. Schön. Puh, wichtig. Victor auch noch Flash. Ich hab 60 Ult. Drachen 50? Dann reset. Tja, hab ich glaube ich zu viele Camps. Ich mach Grump und dann gehe ich Base und dann komme ich da runter. Ah, really? Trifft mir nicht. Komm mal. Ist wer hier? Oder? Weiß ich nicht. Ist einfach nur frech. Ich hab jetzt Mitte-Push. Ich bin auch Base, ne? Also das wird noch ein bisschen... Ich kann schon mal einen River move und euch ein bisschen hovern. Du kannst doch einfach... Geh einfach in Fog of War. Und dann muss die Center das eigentlich fast close, schon respektieren. Alter. Close, wie kann man so greedy sein? Achtung, Bot. Ich komm Bot. Okay. Bin das super low. Lantern in 13. Ich mach Fixed Rage und dann komm ich Bot. Wir sind stärker für einen Drake-Fight, oder? Haben wir TP-Disadvantage? Ja, haben wir.
Aber da die will ist ich echt weak so, also die hat halt fucking Executor. Ja, aber lass die einfach mal nicht wieder ins Game kommen, ne? Ich würde den Drake shoppen im Zweifel. Ich würde aber gerne die TP noch ziehen, wenn das geht. Nicht, dass sie TP'en wird. Aber ich glaube, wir können da contesten, wenn die nicht TP't, weißt du? Nice. Ich kann auch versuchen zu steal mit Q. Ich kann das. Ich push einfach mit durch. Du hast Lantern ab, ne? Die sind dran. Du hast Lantern ab, ne? Ja, ich hab ich. Victor ist auch bei. Willst du stealen? Willst du stealen? Ja? Ja, ja. Ja, ja, gut. Nice! Der kommt. Oh, schieb's da hin. Nö, ist fein. Ich hab. Na, so eine verfluchte Scheiße. Achso, aber trotzdem nice. Pass auf, rein. Pass auf da. Voll Schiss bekommen, weil ich nur den Charakter war, nicht die HP. Warum? Hier. Was? Bitte fein? Jo. Ich will chasen uns leider. Nee. Die wollen für Mitte gehen. Die haben. Komm mal. Aber haben keine Welt. Sollte der Wave gehen können? Nee, die resetten, die resetten. Nice, good job. Resetten die oder kommen die runter? Ich glaub schon. Die resetten wahrscheinlich. Ja. Haben Kenshin ult. Was haben wir? Topside Farm nehmen und dann. Ein Item auf dem zweiten Spiel vorbei. Nice. Das ist gut. Ja, ich glaube auch, weil da, wenn du Rookie Items hat, keine Ahnung, wie die da rankommen wollen. Ja, ich habe jetzt zweimal hart geintet und will das Game jetzt. Das ist okay, Kutscher. Denk an dich selber, Kutscher. Ja, ich denke an mich selbst. Nee, das war du meinst. Für euch. Mit den, nicht den Kopf hängen lassen. Das seid ihr nicht gewohnt von mir. Ihr seid Legenden-Performances gewohnt. Da müsst ihr euch sowas angucken. Das tut mir einfach leid. Das ist kein Problem. Okay. Victor misst gerade. Hat immer noch kein Flash. Ich habe in 15 wieder Ult. Ich würde da jetzt nochmal rein, aber. Den können wir bumsen, Johnny. Alle miss, bitte nicht. Ich habe einen 25. Ah, Wave ist geklärt. Der wird jetzt einfach die Wave one-shotten und dann chillen die ganze Zeit. Ja, ja. Jemand kann auch um mich spielen. Ist das Trunner kommt da? Trunner kommt da. Lass du Brücke hier, ne? Ja. Will gerade wer um mich jemand spielen? Ich komm zu dir, Kevin. Ich würde gern einmal für Bot spielen. Ja. Bot? Oh! Top, alle top. Ach, das aber actually kann ich den Kamel nicht landen, ne? Warte mal. Wenn die swappen, und ich hab. Ich komm hier irgendwie noch, vielleicht geht's noch. Ja, kannst du mehr gar nicht. Nein! Ich bin unterwegs. Ich krieg Mitte Prio, wollen wir Botlane move dann? Was ja, machen? Ja, aber da ist ein Pink, über den ihr lauft. Hier ist wahrscheinlich für den Herald. Ja, das ist ein Cross-Map, Botlane. Ja, okay, mir geht hier auf mich. Ich kann auch Mitte töten. Okay, hier. Ja, ich move. Ult dazu noch. Das ist ein bisschen sehr aggressiv von mir. Ich ult das. Okay, Flash raus. Ah, oh, fein. Wenn die nicht contestet, dann. Die werden uns contesten, die werden hinten, oder? Mitte töten. Die haben Mitte töten. Haben wir noch Time? Die direkt Mitte placen. Ja, sollte cool dann sein. Nee, haben sie Mitte geused, das sollte noch cool haben. Aber die werden halt Mitte placen direkt. Ah, lass dahin move. Wir müssen außen rum. Ich lass dich fallen. Der Tür ist gone. Okay. Ja, aber T2. Ja. Nun bin ich mit. Der ist hier ganz alleine, der Tarn, ne? Aber das ist ja tanky as fuck. Kannst mich hier, wenn ich EQ lente? Wir wollen Mitte ja. Rein, ne? Ich hab keine Ult. Ich hab Ult ready. Ich guck für eine Ult, wenn ich was finde, ja? Ja, bitte. Weil die haben halt Tarm, ne? Kann ich nicht. Cleanse, ne? Wir können das teachen, glaube ich, oder? Ja. Jo, sollte mal. Warte, wir haben ein bisschen Wave gehabt. Jo. Ein Q-Not ist down. Geh mal gegen die Kamele unten. Jo, der hat kein Q mehr. Machen. Ich geh kurz für Wölfe live holen. Oh, ja, aber meint, hier ist kein Turm, ne? Wo bist du denn? Ja, ne? Ja. Top-Lane kann halt jemand bald holen, die ist halt dick. Ja, die kommt. Ich nehm Solo. Juicy die Wave. Ja. King. Schöner Damage. Ich hab's dann. Ich hab nix. Oh mein Gott, ich hab gemisst, Mann. Sears. Hab ich. Nice. Good job. Okay, einer sollte jetzt die Top Wave holen. Ich muss auf mich recallen. Mach du, ne? Ja. Oh, hier mit irgendwas? Ich hab 7 Sekunden erst Lantern. Ja, schön. Also ich sehe einfach, wenn wir auf der langen Lane sind, müssen wir halt gucken wegen Tab Kensho. Kevin, ich komm Bot, ich glaube, da sind noch mehr. Mein Gott, die haben's aber mit mir. Ah, nee, da. Ich krieg Mitte-Tilt dafür. Actually fein. Und der nimmt den Kill-Bot. Sag mal, was ist denn mit denen? Kannst du Mitte kommen? Das kann sein, dass der Weltkost Victor TP't. Ich komme zu hinter dich. Ja, ist die Frage, was wir mit Botlane machen jetzt, ne? Ja, ich will Setdown kommen, Bot. Was haben die geused? Keine Ahnung, warte. Kamil Ult. Und ich hab Kensho benutzt.
Ja. Die waren damit nah, sonst haben die nichts benutzt. Oh, Kamilult. Also ich bin gerade wirklich, wirklich strong. Warte mir noch viel stärker als wir die. Sollten fighten für den Drachen. Prio holen und dann fucking wegpoken. Face-Check ist nur so ein bisschen... Ja, ich sollte eigentlich nochmal Reset... Katsu... Ne? Ich nehm Bottle. Sorry. Warte noch kurz auf Black Cleaver. Ich bin eigentlich ziemlich stark. Ich hab jetzt auch da Ultra wieder... Die haben gerade wieder Time Cancel Views, oder? Ja. Die haben es jetzt gerade nicht. Ich würde trotzdem den Drake... Ja, wir sollten auf jeden Fall contesten. Ich meine, ich habe 20er Smite, so, das zackt ein bisschen. Kami ist top. Hat die TP? Nimm nur jetzt, oder? Aber wir sollten trotzdem forcen. Mit Poke und so. Wir sind Pink, können wir den clearen? Ich clear die starten, können wir. Ja, ich hab jetzt einen 10 Smite, wir müssen halt unbedingt fighten dann. Können wir? Ich TP? Let's go. Einer holt es raus. Bundle, check maybe. Ich hab mir einen Victor eingesperrt, mir geht nicht. Ein Giga, Sekunden, wieder hoch. Können wir slow spielen. Wieder kein Smite, das war ein bisschen ähnlich. 3 Sekunden hoch. Aber zu früh hat TP, I guess, von mir. Wann hast du Smite? Ja, Junge, ich 70. Bin 30. Lass ihn mal abbrechen. Können wir Mitte gehen? Können wir Mitte siegen? Ja, Mitte gehen. Wir machen dann. Die siegen. Ja. Mann, ist hinter uns. Der ist slow. Einfach die Lane, wir sind gerade unter Zeit. Die machen weiter. Win, ne? Ja, die kriegen den. Da kommt ein TP. TP ist fine. Ich kann den execute. Ich mach mehr Damage als Smite. Ja, okay. Reset ist gut. Komm mal, ich renne. Die sind low. Einfach poken. Haben wir hier noch einen Ward? Nee, ich hab keinen W mehr. Ich hab keinen Smite, ne? Ihr solltet nicht pullen. Bitte lasst den resetten. Ich hab ihn hoch. 5 ist Ult, 5 Ult. 2 Sekunden hook. Ich hab Ult wieder ready. Ich denke, 10 Sekunden Lantern, 10 Sekunden Lantern. Wir werden sich zurückziehen müssen. Haben wir noch einen Blue Trigger für da hinten? Ich geh Base und TP. Kann ich Base oder soll ich bleiben? Ich bleib. Bleib einfach. Bleib sogar sicher hier sogar. Ja, ich bleib jetzt. Die gehen auch in Mitte rein. Ja, die gehen auch in Push Mitte. Ja. Ich werd direkt auf Toplane durchsprinten. Okay. Dann mit keinem Spite muss ich besser sagen, ne? Naja, passt. Ich bin halten. Aber passt. Ich muss grad mal hier irgendwie FPS fixen. Das sieht gar nicht gut aus. Aber der passt. Pausen? Nee, ich mach das nicht. Ich hab gerade einfach alles geschlossen, hat offenbar. Dann lass die irgendwo hier sind. Pass auf. Ich hab Flash. Gibt er immer noch Stoneplate? Ja, ne? Ja. Ich steh da einfach. Du nimmst Blue, ne? Bitte? Du nimmst Blue? Du kannst Blue nehmen, wenn du willst. Oh. Kann sein, dass die halt hier sind. Ja, ich will Set nochmal. Ich hab Ghostblade. Also, ich bin gerade wirklich immer noch insane strong, so. Auf Dauer wird der Victor mich halt outscalen, aber gerade bin ich ziemlich huge. Ich bin actually auch, decent. Ich geh für Executioners, ne? Jo, mach das. Wichtiger als Ghostblade. Kannst du aber den Last Whisper gehen, Alter? Ja, safe. Okay. Aber ich hätte halt Ghostblade gehabt, aber Executioner ist wichtiger. Okay, Nash ist auch, aber die haben... Junge! Der Nash ist nicht so kacke. Wie machen wir das Lane-System? Ich geh Bot, ne? Ja. Dann nimm du einfach den Blue Buff. Scheiß drauf. Victor hat jetzt auch TP wieder ready, ne? Ich hab kein TP. Die sind irgendwo hier? Die könnten auch am Nash sein, wenn ich mich Bot zeige. Das ist 4 gegen 5, ne? Soll ich mich... Super slow, mach weiter. Also bis die den Nash haben, Junge, das ist Weihnachten. Hier vielleicht Vision oder so. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in eine Farm-Periode rein bis zum nächsten Drag. Okay. Siehst du, also wenn ich Stopwatch schon nicht genutzt habe, brauche ich trotzdem Stoneplate jetzt aus, ne? Willst du nicht Siege eigentlich? Also, ich würde schon eigentlich ganz Siege, oder? Also, ich kann Victor auf der Seite nicht mehr pressuren, ich habe keinen Flash, ich muss immer am Tower stehen. Wenn ihr stark seid, können wir gerne machen, aber. Ich glaube schon. Also, ich habe Damage, aber ich weiß nicht, ob wir Teamplatz jetzt noch free gewinnen. Wie sieht dein Scaling aus? Wie seht ihr das? Wir gewinnen 100%, es gibt kein besseres Scaling als das von Xerath. Aber können die uns engagen, wenn wir Lantern gut abhaben? Ja, Tam Kenschul und sowas. Ja, aber die ist jetzt erstmal auf Cooldown. Haben die das irgendwo hier? Ich hab grad kein TP. Ich geh mal mit. Wenn du kannst, lass die Lantern mir. Ich hab kein Flash, ne? Also in einer Situation, aber ich hab's ein bisschen nötig. Ich würde, lass ihn was siegen, Victor Top, ne? Victor Top. Ich engage das. Okay, ich renne. Guck auf Tunnel. Oh Gott. Senna super low. Ja, ich renne. Sorry, ich dachte, ich hätte einen Senna statt einen Tunnel. Da kommt noch ein Weltmeister. Nice. Good job. Meine Loot ist heute kurz, Jungs, ne? Wir gehen da den ganzen Tag rein. Ne, ist doch richtig, war gut. Ja, das ist actually gut. Das ist pretty much over, that game. Sehr schön. Ah, jetzt clean spielen, weil jetzt gehen auch für die Mannschaft. Das stimmt leider.
Ich gehe einmal Jungle hier sweepen. Ich kann Turbo attacken, aber ich brauche Lantern, ne? Also ich muss die Lantern nehmen können. Okay. Ja, ich bleibe auf Range einfach. Das ist disgusting, Alter. Ihr seid so ehrenlos. Ja, auch. Ich wollte gerade sagen, der hat auch noch ein Wörtchen mitzureden. Gehen wir für den T2 Tür, die sind wieder alle am Leben. Ja, ja, ja. Ja, ja, kannst du das. Wir können nicht verlieren, weil wir auch. Die können auch nicht engagen. Im Worst Case, auf Johnny sehe ich und ist gut. Tam Kenshield ist wieder ab, ne? Die kann ich, kann was? Ich weggehen, Alter? Ich weiß nicht. Ich hab Angst. Bitte denkt dran, ne? Mein Achtung, der will flanken, der will flanken. Raus. Senna ist auf 10% wieder. Ist fein. Kevin, kannst du wieder Bot? Sekunden Shireas ab, das ist auch für ein Disengage. Nice. Ich geh mal Botlane, Alter. Ja, bitte, bitte. Ich glaube, eine zweite Wave, supi. Denkt dran, lasst mich bitte sterben. Ich brauche noch ein Reset vom, Gehen wir jetzt noch für den Turret oder nicht? Aber wir können einfach weiter poppen, wir verlieren nichts dadurch. Oder? Ja, aber ich brauche auf jeden Fall noch mal ein Reset vom Drake für Watts. Aber wir haben doch. Wir müssen nicht auch nicht warten. Das ist mir scheißegal. Der Victor kann die Wave jetzt halt one-shotten, ne? Also wir können nur auf Canwave. Ich habe noch keine Lente, 2 Sekunden. PP kommt. PP, wir müssen rein. Raus. Ist er noch auf mir, das ist fein. Renner? Camille auf mir. Ach, komm mal. Hast du Lente? Nein. Ah, oh, fuck. My bad. Ich hab den Lente-Cool noch nicht gehört. Digga, Nash. Ja, Nash müssen wir droppen, ne? Ach, ich steh den. Ich steh da gar kein Problem. Wenn du stirbst, kriegen die Drake auch noch for free, oder? Ja, die kriegen Drake so oder so for free, wenn die Nash haben. Weiß ich nicht. Okay, hat der Channel geflasht gerade? Ich weiß nicht. Ich hab jetzt Flash wieder ab. Davon eine kurze Reise. Okay, auf der Habenseite sind alle Flashes von denen raus. Also legit einfach alle, behaupte ich. Ja, dem ist auch kein TP-Flank erstmal mehr. TP-Flank war nicht unbedingt das Problem, oder? Also für mich schon, aber ich weiß nicht, wie es im Rest ist. Also ich stand ein Stück weit zu weit vorne, so. Da hat der Victor mich durchbekommen mit seinem Flash. Also die Camille kann mich jetzt halt in einer Kombo töten, wenn ich keinen Peter ihren E trifft. Die kann mich jetzt auch ohne ihn, glaube ich. Das glaube ich allerdings auch. Da ist es. Okay. Mal gucken. Ich habe Death Dance ready gleich. Unser Poke ist halt immer noch komplett disgusting, so. Also die müssen halt diese Engages finden. Wir können auch eigentlich... Ja, gut, das hätte jetzt nicht. Ja, normalerweise habe ich ja auch ult up, ne? Wenn die so engagen, engage ich in die Backline und hole mega viel Zeit raus, so. Und dann könnt ihr das so front-to-back fighten. Ja, so war einfach ein bisschen zu weit vorne, haben sie auch gut gemacht. Aber ich glaube nicht, dass ich viel kriege mit dem Nash, so, wir scannen ja immer noch gut. Dreimal ein Topside gerade. Tam Kenshield könnte wieder ready sein, ich glaube die Wave können wir hier nicht. Vielleicht wollen die auch für einen... Ja, kann man nicht. Vielleicht wollen die auch für einen Blue Buff gehen. Oh, glaube ich nicht. Kannst du haben. Komm her. Okay. Drei Topside. Tam Kenshield Topside. Die 1 gehen wir einfach so ab. In Position werden, ne? Vielleicht kann ich ein bisschen reinpoken noch. Kannst du ein bisschen kommen, Sola? Du musst doch gar nicht Mitte sein. Ja, ich hab nur. Ja. Victor ist noch Mitte. Actually würde ich das gar nicht droppen. Also nicht. Ich glaube, der hat TP, hat die Victor. Der hat jetzt halt dann gebuffte Wave. Also ich glaube, wir sollten eher Mitte Wave pushen als. Warum? Wir können auch, wenn du hier rüber kommst, das soll einfach fighten, oder? 4 gegen 3. Wollen wir das fighten? Ja. Wollen wir das fighten? Ja, komm, go. Wir gehen rein. Habt ihr Senna? Der Trim ist ignited. Hab ich einen Hook? Alter. Come on. Einer PD-Sau, ey. Okay, ihr müsst Base wegen Mitte. Ja, er hat kein Damage für Tam und Channel. Der ballert schon ordentlich rein, der Channel. Victor kommt hier. Die wollen uns zusammen noch abbrechen. Bleibt zu dritt. Damn, son. Puh. Einfach E-Ulti, ich bin tot. Ja, der ist jetzt gut stark. Ah, ich glaube, wir sollten wirklich keine Fights forcen. Einfach backpeeren, wenn die kommen.
Ja, probably right. Ich hab noch nicht genug Damage, ne? Also ich hab legit alles gehittet, aber... Ja, ich hab's gesehen. Das ist eigentlich auch wäre unser Fight. Aber my bad. Ich dachte, wir gegen Kai wäre das Opening da. Was hat er weiter? Okay, geht für Botplay. Wir müssen hier oben weg. Na, ich krieg jetzt immer. Ich hab keine Chance gegen den, Alter. Ja gut. Bin halt leider raus aus dem Game. Hier oben geht was. Die haben keine Minions, ne? Ah ja, Jungs. Ich hab den Trundle. Nice. Na hier? Kannst du hier noch so, Johnny? Ja, ja, ich komm über den Weg. Really, ja. Kommst du noch, Polky? Ja, ich bin am Weg. 2 Sekunden hoch. Oh mein Gott, ich hab nicht gesehen, dass du überall stehst. 5 Sekunden hoch. Kann ich Kamin noch mal hooken vielleicht? Oh mein Gott. Oh shit. Oh, von wo kommt der denn? Da. Wenn ich die Flanks. Oh, fucking hell. Ja, das Game, ne? Ich think so, ja. Moment. 1 Minute Nash. Dragon 30. Was glaubt, das spielt jetzt eher in die Karten? Hm. Ja, Ocean Soul wäre schon eklig. Oh, den Drachen. Denke ich. Wenn die den Drachen bekommen, ist der Turbo Aura, ja. Ist der Soul? Dritte, ne? Wenn nicht der vierte. Ist wahr, ja. Also ich kann da reingehen und den zielen, wenn ich Lantern krieg. Könnte versuchen, das kannst du auch Kutscher, du musst ein bisschen größer. Ich hab Blutricket, ne? Nice. Jetzt raus. Oh, yo! Victor killt uns halt einfach alle. Ja, Victor ist wieder tot. Ich verstehe diesen Damage nicht von dem Champion aktuell, also. Normal, und normal. Na, schade, nice try. Oh, sorry, guys. Es war nicht, over. Ah, schade, Mann. Oh, Mann, ey. Die Situation sieht so gut aus, und dann lassen wir uns catchen und dann ist das Game direkt dritter, ja. Ich glaube, Game war gar nicht drin. Ich glaube, wenn ich da oben nicht engage, dann können wir den Ash einfach stallen, ist das fein, so. Ich dachte halt, das wäre der. Aber ich glaube, wenn wir den Play nicht machen und das einfach slow spielen, verlieren wir nicht mehr einen Turm gegen Nash. Ja, passiert hinterher jetzt immer schon. Das stimmt wohl, ja. Gegen wen spielen wir morgen? Gegen Relic. Aber Relic hört sich ja schon scheiße an, der gewinnt 100%. Da ich auch weiß ja nicht, ob Relic schlechter klingt als Team Riverside Gaming. Das ist auch, keine Ahnung. Naja. Brücki, vielen lieben Dank fürs Einspringen, Mann. Ja, absolut. Sorry, guys, ne?